heute im Petto? Ein richtig lahmer Student, eine Nahtoderfahrung und eine sehr haarige Angelegenheit. Die Länderspielpause ist vorbei. Bundesliga, welcome back. Wusstet ihr das? Der alte neue Bayern-Trainer Jupp Heynckes dreimal als Trainer bei der Champions League teilgenommen und jedes Mal das Finale erreicht hat? Zweimal hat er sie natürlich auch gewonnen. Und Müller jetzt so. Und Ancelotti dann so. Janis Bonic wurde mit Dortmunds U17 und U19 viermal in Folge seit 2014 deutscher Meister. Jetzt wurde er aber an Stuttgart ausgeliehen. Und Robert Lewandowski hat 10 Jahre lang studiert, um jetzt endlich seinen Bachelor in der Tasche zu haben. In seiner Arbeit ging es übrigens um ihn selbst. Der Titel RL9, der Weg zum Ruhm. Erinnert ihr euch noch an dieses Foto? Das ist rechts, keine Frage, Oli Kahn. Und links, das ist der Mann, der am 3. April 1999 dem Tod aus dem Weg gesprungen ist, Stefan Schapüser. Im Winter 1991 gelang Schappi der Sprung in die deutsche Bundesliga. Nach 10 Spielen bei Bayer Uerdingen wechselte er dann zu Borussia Dortmund. Und dann ging's so richtig ab. Der Schweizer wurde zum ersten ausländischen Spieler, der 100 Tore in der Bundesliga schoss. Mittlerweile teilt er sich mit Kugelblitz Ailton mit 106 Toren Platz 4 der ausländischen Spieler mit den meisten Bundesliga-Toren. Schappi ist mit 16 Toren der zweitbeste internationale Torjäger der BVB-Geschichte hinter Robert Lewandowski. Und komm, sportliches Highlight obendrauf. 1997 gewann er mit Borussia Dortmund die Champions League. Und heute ist Schapüser übrigens Stürmertrainer beim Schweizerischen Fußballverband. Den WM-Titel wird Venezuela auch 2018 in Russland nicht gewinnen. Sie sind nämlich bereits in der Quali mit 35 Gegentoren kläglich gescheitert. Aber ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Abwehrspieler Rolf Fälscher ist schuld, beziehungsweise seine Haare. Und das beweisen sogar die Ergebnisse. Am Anfang der Quali trug der Ex-Duisburg-Spieler die Haare offen. Zack, nix gesehen, 2-4 gegen Bolivien, 0-2 gegen Kolumbien und 0-3 gegen Ecuador verloren. Dann hat er das Haargummi für sich entdeckt. 0-0 gegen Kolumbien und 1-0 gegen Paraguay. Und am vorletzten Spieltag hat er sogar getroffen. Ins eigene Tor. Aber immerhin. Das war's, habt ein schönes Bundesliga-Wochenende. Bis nächsten Freitag. We'll be right back.